96. Minute läuft in Rosenheim. Jetzt geht auch der Torwart mit nach vorne. Der Strobel, den hält nichts mehr hinten. Rettung oder Relegation. Und dann ist er drin. Strobel, Strobel, ich werd verrückt. Alexander Strobel, der Torwart, nickt ein. Ich habe die Infos bekommen in der 92. Spielminute, glaube ich, hinter meinem Tor, dass eben Salding Heining das 1-0 über die Runden gebracht hat. Und es war halt für uns klar, dass uns das X nicht genügen würde zum Verbleib in der Liga. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht, dann mache ich meinen Ausflug nach vorne. Dass das halt noch so passiert, das ist halt dann schon Wahnsinn. Wir sind dann in die Kabine gegangen, haben da noch weiter gefeiert, sind dann alle im Bus eingestiegen, sind dann weitergefahren nach Buchbach. Da war Grillerei, da sind wir zusammengesessen und haben einfach den Abend auch zusammen ausklingen lassen. Was da abgeht in dem Dörfchen da, das ist ein Wahnsinn, weil da ist jeder Fußballverrückt. Die haben im Schnitt 1000 Zuschauer bei jedem Heimspiel. Es ist extrem familiär, da hilft jeder jedem. Und das ist halt das, was, glaube ich, das Dorf auch ausmacht und auch den Verein ausmacht. Es war richtig cool dort in Buchbach. Ich bin am Samstag dann am Abend auch verabschiedet worden von dort, weil einfach mein Ziel ist, ich will unbedingt im Profigeschäft drinnen sein, am besten in Deutschland. Das ist immer schon mein Ziel gewesen und für das habe ich einfach jahrelang hart arbeiten müssen und auch getan, weil einfach das doch mein Lebenstraum ist. Und schauen wir mal, was jetzt passiert. Also, jetzt kommen doch noch Zeiten auf mich, glaube ich, was sehr interessant werden könnte.